Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr nach Hohenneuendorf nördlich von Berlin ausrücken. Hier waren gegen 1.30 Uhr gleich mehrere Geschäfte in Brand geraten. In der Einkaufszeile befinden sich unter anderem ein Discounter, ein Textilgeschäft und ein Geschäft für Heimtierbedarf. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und brauchte fast die ganze Nacht, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Es gab hier einen Brand, ja, in einem Mehrzweckgebäude, wird hier genutzt von mehreren Firmen, unter anderem von Teddy und von Kick und von Fressnapf. Als die ersten Kräfte hier vor Ort eintrafen, fanden sie den Dachstuhl bereits im Vollbrand vor, zum Teil. Unsere ersten Aufgaben befassten sich damit, anliegende Wohnhäuser zu schützen, die durch den Funkenflug gefährdet waren, da augenscheinlich der Markt schon beim Eintreffen der ersten Kräfte hier nicht mehr zu retten war. Und laut Angaben der Leitstelle, die wir zuerst hier bekommen haben, hat wohl angeblich ein Palettenstapel hinter einem Markt gebrannt und das Feuer ist dann aufs Dach übergegriffen. Der Tatort ist natürlich der Brandort und der wird beschlagnahmt. Klar haben wir hier schon Ermittlungen geführt. Erste haben auch ebenfalls Zeugen, Nachbarn befragt. Das wird natürlich noch intensiviert im Laufe des Vormittages. Die Kriminalpolizei wird hier tätig. Es wird einen Brandursachenermittler geben, der hier vor Ort erscheinen wird. Möglicherweise sogar das Landeskriminalamt. Das muss im Detail geprüft werden. Die Schadenshöhe ist ja hier nicht unerheblich. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.